Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, was ist denn heute, Mittwochabend-Bash. Einmal ein bisschen Super Mario World, eigentlich eines meiner totalen Lieblingsspiele schlechthin. Weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Wahrscheinlich hatte ich als Kind nur ein einziges Spiel gehabt und das war genau das. Irgendwie hat es total gebockt, halt irgendwie auch jedes Secret zu machen in dem Game, was man irgendwie hatte finden können. Und ich weiß noch genau, als ich die Star Road entlang ging. Das war so krass, als ich diese Special Zone irgendwann gesehen habe. Ah, ein Erlebnis. Was kriegt man nicht nochmal? So entspannt dieses Game, unglaublich. So, ich muss gerade mal gucken, dass ich den Chat einblende. Naja. So richtig schön chillig, dieses Game. Oh, ich mag das so. Da ist der Zauber auch schon wieder vorbei. Möhre! Hey, herzlich willkommen! Ich war eben gerade noch im TS gewesen und hab gerade noch so den Logs gelesen gehabt, dass du dich gerade in deine Gemächer verdrückt hast. Und als ich auf dich gewartet habe, habe ich einfach mal meinen Background ein bisschen gestaltet und habe gedacht, hey, das musst du jetzt nochmal ausprobieren. Wie geht's dir? Da hackt es aber ordentlich. Ja, soweit. Kann ich lauter klagen, oder wie war das? Ach übrigens, ich habe mir DayZ besorgt und schon runtergeladen. Wollte es mal heute Mittag ganz kurz mal antesten und insgesamt starten. Hab dann irgendeine Meldung bekommen von wegen DSGVO und Datenschutz. Und hab dann erstmal dezent nicht zugestimmt, weil ich erstmal gucken wollte, was passiert, wenn ich es nicht mache. Und naja, nachdem ich dann festgestellt habe, ich muss zustimmen, um online zu kommen, habe ich dann versucht, letztlich online zu kommen und dann ging es wiederum nicht. Irgendwie Connection Loss und Verbindung zum Server geht nicht und bla. Und habe dann erst über Umwege rausbekommen, über deren Twitter-Channel, dass sie gerade eine Serverwartung am Machen sind. Und ich habe inzwischen zwar schon das komplette Spiel wieder deinstalliert, wieder 40 Gig aus dem Netz gezogen. Also, ich fand's echt krass. Also sowas hatte ich auch noch nicht gehabt. Einfach so eine komplett untypische Meldung. Ja, geht halt gerade nicht, sorry. Aber vielleicht klappt es heute Abend ja.
Habe ich DayZ gesagt? Ja, ich verwechsel die beiden immer vom Namen her. Sorry. World War Z, ja, ist richtig. So, ich glaube, ich mache noch mal bis zum ersten Schloss, damit gespeichert. Und dann ist die Aufnahme auch schon durch. Mal gespannt, ob die Aufnahme was geworden ist. Das war sehr großzügig. Vielen Dank. Ist gerade ein bisschen viel ongoing hier. Mit Yoshi komme ich eh nicht in die Burg rein, von daher wäre es egal gewesen. Ach ja, die verarschte Nation hier, dieses Level. Zack, wie soll man jetzt da drankommen? So, wo war er? Da. Ja, passt, würde ich sagen. Einmal Ast rein, bitte. Sprich die Uhrzeit. Wobei ein bisschen bei der könnte ich noch machen, vielleicht zu irgendeinem Geisterhaus oder so. So, irgendwann hat mir doch erzählt gehabt, dass es hier einen Trick gab in dem Teil. Irgendwie neben dran stellen und dann Drehsprung. Klappt super. Vielleicht doch. Thank you.
So, mal kurz überlegen. Hier gab es doch noch ein Secret. Komm ich da direkt dran? Nee, komme ich nicht. Komm ich nicht. Oh, das ist knapp. Hui. Alter! So, was ist mein nächstes Ziel? Mal überlegen. Am besten oben als Geisterhaus vielleicht. Hier gab es auch irgendeinen Trick. Ja. Naja, besser als gar nichts. So, ich meine, hier gab es noch Feuerblumen. So, einen guten Abendsnack. Oh, doch eine Feder. So, wie war das jetzt hier gewesen? Zack. Ich glaube, Yoshi muss ich so oder so zurücklassen. Na dann. Hier kommt man jetzt auch speichern. Ist sie jetzt schon da? Ih, Fußpilz. Das gibt nur wieder Punkte. Sinnfrei nutzlose Punkte. Oh shit, der kam aus dem ganz anderen Winkel. Oh.
ne? Oh, Yoshi-Münze nicht bekommen. Ah. Ha. Kommt mir hier rein? Ah, nee. Oh, hepp. So, ich bin genau richtig ausgestattet. Ich finde den schnellen Ausgang. Einmal Rückwärtsgang und nach... Oh, jawoll! Und genau da hat sich einer materialisiert. Na, ich freue mich. Jetzt hängen die alle hier ab. Ja, geh weg. Junge, Junge. Zack. Oh, okay. Also das üben wir nochmal. Dann mache ich halt den normalen Weg. So, hier war nochmal gleich der normale Weg. War das hier nicht ein Doppelraum? Ich habe einen P-Switch. Ja, das war ein Doppelraum. Kannst du sonst wohin haben, einen P-Switch? Klar. Und tschö. Jo, das ist jetzt ein bisschen schade und so, ja, ja. Jetzt bräuchte ich noch so ein scheiß Federchen. Ein bisschen Federweg. Nummer 1. Na, lass uns mal drauf ankommen. Gucken, ob einer reicht. Konstanter Nachschub an Federn und Blumen muss gewährleistet werden. Strategischen Stützpunkt ausgraben. Oh, das war sauknapp. So, Jungs. Tschö mit Ö. So, direkt eine Runde eindecken. Natürlich darf Yoshi nicht fehlen. Und weiter geht's. War das ein blauer? Oh ja, schön. Und los. Ui! Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache. Oh, das ist total scheiße, was ich hier gerade mache. Oh, oh, weh, Glück als Verstand. Shit. Oh. Okay. Das mag er nicht. Ah, sieh da. Okay, noch bis zum zweiten Schloss.
Ja. Die Feder bremst bei beim Motorfallen wie Sau. Geil. Tschö. Ach, da ist was. Ja. Nämlich. Okay. Das ist interessant. Yoshi. So, lauf, 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 Forest. Juhu. Bisschen im Kunden jetzt ein Ziel, aber ansonsten war es okay. Oh, schade. Oh, was mache ich denn da? Oh, das gibt Kopfschmerzen. Stimmt, da war was. Ja, rein in die gute Stube. Wer war das? Larry, oder? Zack. Erledigt.
Vielleicht doch nochmal eine Star Road? Naja, komm. Machen wir das nächste Mal. Darauf habe ich gewartet. So, dann geht's das nächste Mal weiter. Genau an dieser Position. Dann würde ich sagen, bis dann.